Hallo Fans, das war ja zum Abschluss der Vorrunde wieder ein Wechselbad der Gefühle. Das kann man wohl sagen. Am Samstag kommt man vom Aufsteiger mit einer Niederlage nach Hause. Und am Sonntag diese Leistungssteigerung? Doch der Reihe nach. Auch wir lagen falsch mit unserer Annahme. Man könnte in Schwabhausen 2 Punkte entführen. Fan und Peti sorgten für die Siege. Fan 2 und Peti einen. Beide gewannen noch ein Doppel. Das war's. Nach dieser Leistung konnte man am Sonntag gegen den Tabellenzweiten, Berlin, nicht viel erwarten. Nach den Doppeln stand es 1:1. Fan und Peti gewannen, während Maria und Laura verloren. Bei Berlin spielte die Spitzenspielerin Asim Song nur Doppel. Im vorderen Parkkreuz gewann Fan erwartungsgemäß ihr Spiel gegen Lovas. Maria führte gegen ihre Landsfrau Putta mit bereits 2:0, konnte dann aber keinen Satz mehr gewinnen und verlor. Im hinteren Parkkreuz verloren sowohl Peti gegen Hofmann 3:1 und Laura gegen Bercola mit 3:2. Spielstand 4:2 für Berlin. Dann war erstmal Pause. Nach der Pause kam dann die Zeit des TTSV. Fan gewann gegen Putta, nach verlorenem ersten Satz mit 3:1. Maria machte es diesmal umgekehrt. Sie verlor Satz 1 und 2, um dann mit 3:2 zu gewinnen. Plötzlich hatte der TTSV ausgeglichen. Nun waren die beiden Jüngsten wieder an der Reihe. Peti ließ Bercola mit 3:0 keine Chance. Das Spiel von Laura gegen Hofmann war dann ein richtiger Krimi. Satz 1 gewann Hofmann, Satz 2 und 3 Laura. Den vierten Satz konnte dann Hofmann wieder gewinnen. Somit musste der fünfte Satz entscheiden. Hier war Hofmann die glücklichere und gewann das Spiel zum letztlich gerechten 5:5. Wir glauben, es war ein tolles Spiel, bei dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen sind. Jetzt ist, auch für uns, erstmal Pause. Wir wünschen allen Fans, Freunden und Gönnern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bis im neuen Jahr. Tschüss.